Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Ich begrüße Sie aus dem sonnigen Günzburg in Bayern. Hier bei Bavaria Kart findet heute das zweite Rennen im Jahr 2022 statt. Unten sehen Sie die Startaufstellung durchlaufen. Wir haben auch heute wieder beste äußere Bedingungen für ein spannendes Kartrennen. Abonniert bitte noch unseren Kanal und los geht's. Denn es steht, er kommt nicht vom Fleck, sieht aus, als sei sein Motor ausgegangen, das kostet ihm 4 Plätze und landet damit auf Position 1. Ali kann an Kürzal vorbeigehen. Patrick führt das Feld an, vor Philipp, Axel, René, Emi und Ali. Zweiter Dreher von Köpsal, den Dennis nutzen kann und sich auf Position 7 schiebt. Schubser hier von Axel an Philipp, touchiert ihn leicht, das war's. Axel und René sind an ihm vorbei. Dennis ist auch dran. Noch ein Dreher von Köpsal, und Andy nutzt seine Chance. Langsam sollte sich Köpsal was einfallen lassen. Patrick beendet gleich die erste Runde, getroffen wird hier der René, vom Philipp, der jetzt auf den aufschließenden Unit achten muss. Emid überholt Philipp, der somit auf Platz 5 zurückfällt. Dennis hat Ali überholt und ist Sechster. 2 Plätze gut gemacht in einer Runde. 5,38 Sekunden beträgt der Abstand zwischen den Erst- und Zweitplatzierten. Und der Abstand wächst weiter. Schöner Zweikampf zwischen Axel und René. Da sind auch schon die nächsten drei dicht beieinander. Philipp ist da aber ganz dicht dran an ihm. Einsam und alleine dreht er da seine Runden. Fehler hier, aber der bleibt noch ohne Folgen. René jetzt mit seiner schnellsten Runde. 49,327 Sekunden. Wir schauen auf die Zeit von Ali. Der Abstand ist schon sehr groß mittlerweile. René kommt auch noch nicht an Axel ran, aber wartet auf Fehler. Da ist die Chance für René vorbei, oder zumindest ranzukommen. Es reicht nicht ganz. Fehler von Emi, und das war ein Fehler zu viel. Philipp und Dennis schieben sich vor. Noch leicht gerammt wird der Emi hier von Dennis. Sekunden für Ali. Wird der Andi schneller sein und aufschließen können? 59,894, nein, das reicht dann nicht. Auch hier ein Zweikampf zwischen Philipp und Dennis. Dahinter Emid. Richtig interessant wird es, sobald die Überrundungen anfangen. Schnellste Runde von Emid. 52,095. Der Druck für Axel muss enorm sein. Ständig klebt ihm der René am Heck. Da sieht es auch nicht danach aus, als ob Dennis an Philipp ankommen würde. ...1,364 ist die Lücke groß, wird kleiner. Und wieder größer. Also da schenken sie sich nicht viel. Wo ist eigentlich die Vanessa?
die wird wohl gleich überrundet werden, von den zwei, die da angeschossen kommen. Patrick überrundet Ali derweil. Beide kommen an Vanessa vorbei, weil sie aber auch schön Platz gemacht hat. Da ist der Abstand aber auch größer geworden. Jetzt aber der Angriff auf Axel, es reicht noch nicht. Aber es geht weiter. Da ist die Lücke dann wieder doch zu groß. Schnellste Runde von Andreas. 51,276 Sekunden. Und an Köksal ist er in der Zwischenzeit auch vorbeigekommen. Jetzt müssen Philipp und Dennis Vanessa überrunden. Leichter Fehler von René, kostet aber leider eben Zeit. Philipp ist vorbei. Kommt Dennis auch so problemlos vorbei? Ja, leichter Rempler. Wir haben dafür die Zeit von Vanessa im Blick. Ali ist der Nächste. Aufschlag an der Bande hier. Leicht verbremst von René und fast schießt ihn Ali ab. Starkes Manöver von Axel. 1:01 für Vanessa. Abstand zu Axel ist deutlich größer geworden. Köksal mit einer 56,287 und Axel im Rücken. Philipp ist an Ali vorbeigezogen und wieder das gleiche Spiel, kommt Dennis an ihm vorbei. Dennis mit seiner schnellsten Runde 49,372 und damit fast die identische Zeit wie René. Axel ist jetzt vorbei an Köksal. Patrick geht zum zweiten Mal an Vanessa vorbei. Kommt René an Köksal vorbei, hier wird's jedenfalls eng. Das war leicht für Dennis. Was macht der Patrick? Er überholt Emid, Wahnsinn. Kann man mal machen. Axel am Limit. Wir schauen uns jetzt die Highlights der kommenden Runden an. Attacke von Emid an Dennis. Und er beschwert sich zurecht. Das ist eng.
und weggeschubst. Wieder an der gleichen Stelle, kurz hinten drauf und schon ist er weg. Entschuldigt sich da noch bei Philipp. Schubser sind ein beliebtes Mittel. Da sind wir wieder im Rennen. Es hat sich einiges getan auf den Positionen. Patrick ist weiterhin auf der 1. Gefolgt von René auf der 2. Philipp auf der 3. Axel 4, Dennis 5, Andy auf der 6, Köksal 7, Ali 8, Vanessa auf der 9 und Unit auf den 10. Platz. Er war zwischendurch ein paar Runden draußen. Zwei Runden sind noch zu gehen. Neunundvierzig für Patrick. Fünfzig für Axel. Bleibt es so bis zum Schluss oder passiert noch etwas? Kommt noch nicht an Ali vorbei. Jetzt. Noch drei Kurven, dann ist das Rennen zu Ende. Und Patrick ist im Ziel und damit unser heutiger Gewinner. Glückwunsch auch von mir. René wird Zweiter. Und diese Statistik spricht für sich selbst. Einfach unglaublich. Philipp im Ziel. Kommt Dennis noch vorbei an Axel? Nein, Axel wird Vierter und Dennis Fünfter. Wenn euch das Video gefallen hat, dann abonnieren nicht vergessen und einen Daumen hoch geben. Hier die Resultate des heutigen Rennens. Patrick ist wie gesagt unser Gewinner. René auf dem 2. Platz, der ein tolles Rennen gefahren ist. Genauso gut, Philipp auf dem 3. Platz.
Die weiteren Plätze sind wie folgt. Axel kommt auf die 4. Position, Dennis auf die 5. bis hier mit jeweils einer Runde Rückstand. Andreas auf der 6, mit 3 Runden Minus, Köksal auf der 7 mit 4 Runden Minus, Ali auf der 8 und Vanessa auf der 9. Elite bleibt auf der 10 mit 8 Runden Rückstand. Das war's von mir, wir sehen uns beim nächsten Mal, tschüss, euer Klaus.